Zoos, was haben wir denn hier für ein Spiel eigentlich? Bleibt dran bis zum Schluss. Hi, ich bin der Zankl. Hi, ich bin der Jakob. Und der Guido hat uns wieder was geschickt. Guido! Schön. Ja. Und zwar hat uns der Guido dieses Mal ein kleines Spiel. Ich lese mal kurz fort. Hallo Zankl und Jakob. Dieses Jahr schicke ich euch ein kleines Spiel. Viel Spaß dabei. Gruß Guido. Guido! Ist so unterstrichen. Ja, ist echt so. Guido. So, machen wir den Beutel hier mal auf. Mach den auf, den Beutel. Dann haben wir hier die Spielerleitung. Lustige kleine Zettel mit Namen von Chilis. Und die Lösung. Lösung. Dann lese ich mal die Spielanleitung vor. Lies sie vor. Ordnet die Früchte den Namen zu. Jeder Treffer ergibt einen Punkt. Bei Gleichstand können Zusatzpunkte durch Probieren der Früchte erzielt werden. 2 Punkte pro Frucht. Boah. Hä, ich habe gar keine Ahnung, wie die heißen. Muss mir welche auch mal schauen. Aha. Dragon's Breath. Okay, die Glockenpaprika kriege ich wahrscheinlich hin. Glaub auch. So. Glockenpaprika. Keine Ahnung. Pepperoni. Schwitzpaprika. Kleine Spitzpaprika. Noch kleinere Spitzpaprika. Kleine Spitzpaprika! Also ich werde da gar nichts gleichstanden. Ich werde vielleicht eins richtig haben. Also, ich weiß jetzt nicht. Oder schon? Man weiß es nicht. Es bleibt offen. Ja, aber da steht ja jetzt gar nicht, dass irgendjemand was essen muss. Es sei denn, es wird Gleichstand sein. Ja. Aber wir könnten heil aus der Nummer rauskommen, ne? Ja. Also, ich werde halt safe nur eine höchstens wissen. So. Müssen wir halt schauen, gell? Müssen wir schauen. Genau. Okay, let's go. Vielleicht probiere ich die Trompetenglocke. Glockenpaprika. Ja. War eine Trompetenglocke. Fängst du an, oder? Nee, eigentlich muss ich anfangen, weil ich weniger, sonst orientiert mich so stark an dir, gell? Okay. Ist gar nicht schlecht. Dann fange ich an, weil ich will ja nicht schummeln. Gut. Hier. Glockenpaprika. Da gehe ich jetzt einfach mal rein nach der Form. Weil das Ding schaut ein bisschen aus wie so eine Kirchenglocke, wenn sie so im Turm hängt. So. Deswegen sage ich jetzt, dass das hier die Glockenpaprika ist. Weil diese Paprika schaut nicht aus wie eine Glocke. Lege ich mich da mal dazu. Aha. Aha. So nämlich. Weil das ist wahrscheinlich sogar eine Bishop's Crown. Super. Eine Capsicum Baccatum. Naja. Na gut. Ja. Ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Ich glaube, der Fairness halber werde ich immer dieselbe nehmen, die du nimmst. Nein. Hier, Lemon Drop. Ich will mal kurz aufstehen. Lemon Drop sagt ja schon der Name, dass sie wahrscheinlich ausschaut wie eine Lemon. Ich glaube nicht, dass das hier eine Lemon Drop ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, das hier hinten könnte eine Lemon Drops. Aber dann die Lemon Drops waren noch viel kleiner eigentlich. Oder ist das eine Lemon Drop? Aber die schaut nicht aus wie eine Limone. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich nehme einfach. Das wird es wahrscheinlich eh nicht sein. Wie gesagt, dann nehme ich die Lemon Drop. Das ist doch nicht Lüge. Das ist nicht die Lemon Drop. Das ist eine Lemon Drop. Das ist auch eine Baccatum. Wer vermutet, dass das die Lemon Drop ist? Ja, stimmt. Ich vermute. Wir wissen noch gar nichts, weil nicht. Das ist die Lösung, ist am Laufen. So, als nächstes nehme ich einfach die Bratpaprika. Ja. Ich glaube, das Einzige, was hier noch so ein bisschen nach Paprika ausschaut, ist die hier. Das schaut paprikarig aus. Deswegen sage ich, das ist die Bratpaprika. Wunderschöner Neologismus, da gehe ich mit. Das ist die Bratpaprika. Bratpaprika. Neomonismus. Neologismus, Neuwortschöpfung. Ja, so nämlich. Paprikaig. Ich bin auch Wortschöpfer. Okay. So. Dann nehmen wir Madame Jeannette. Madame Jeannette, weiß ich nicht. Gar keine Ahnung, wie die ausschauen soll. Hatten wir die schon mal? Nee. Nee, ich bin ab jetzt auch tatsächlich eher Richtung ratlos. Okay, ich sage einfach Madame Jeannette, das muss ja irgendwas Nettes haben. Oder ich sage jetzt einfach mal, dass das hier die Madame Jeannette ist. Die schaut klein und nett aus. Ich würde sagen, dass das die Nagamoritch ist. Schauen wir mal. Nagamoritch. Apokalypse-Red nämlich. Das glaube ich könnte. Ich glaube, das ist die Apokalypse. Könnte auch sein. Apokalypse-Red. Sage ich. Ich sag jetzt mal, die Chairo Roxa ist die kleine da hinten. Oh, ich sag, Dragon's Breath ist die hier. Schaut nämlich so aus. Das ist gar nicht einfach. Schnell. Ich sag, dass das die Dragon's Breath ist. Dann sag ich jetzt die Nagamoritch. Die Lemon Drop. Ja. So, Lemon Drop. Das die Madame Jeannette ist. Die Madame Jeannette. Keine Ahnung. Okay, dann bleibt mir nur noch eine übrig und das ist die hier, die kleine Dame hier. Genau, dann sind wir uns da sogar einig bei der und dann schmeiße ich mal zu der braunen meine Apocalypse Red dazu. Okay, gut. Auflösung. Oh. Sehr schön. Eindeutig. Ja. So. Dann haben wir hier die Glockenpaprika. Yes. Haben wir beide richtig. Punkt für uns. Dann die Nagamoritch ist tatsächlich die hier. Die hast du richtig. Scheiße. Okay. Dann hätte ich mir. Oh!
Okay, verschärfte Regeln. Warum will ich ja die ganze Zeit essen? Ach, noch eine Scheißregel. Dann haben wir hier die Madame Jeannette. Da lag ich Gott sei Dank richtig. Nicht geraten. Okay, ich werde keine mehr essen. Ja, Jakob, nicht so. Wohl ein bisschen, ja, weiß ich. Nee, ist gut. Wow. Warum bleibt genau. Denn auch so viel rein? Apocalypse Red müssten dann tatsächlich wohl die sein. Scheiße, ich müsste einfach von dir da was essen. Dragon's Breath war es wohl nicht. Ha, yes, geil. Pupping. Jakob genießt. Dann haben wir da hinten die Dragon's Breath, da lagen wir beide falsch. Ja, da habe ich Bock drauf, weil die wurde eine Zeit lang gehypt als schärfer als die Reaper. Die? Ja. Ja, dann gönn. Gibst du die Kleine, nicht die Große? Ich werde aber die nicht kalt essen. Werde ich nicht kalt essen. Steige ich mich quer. Ich glaube, abbeißen, da brennst du genug. Ja. Ja, dann gönn um Dragon's Breath, oder? Ein bisschen noch warten, okay? Ich gehe mal die noch her, die steht auch noch aus. Die auch. Eventuell, wenn wir schon Regeln einführen, dann... Das ist absolut zu meinem Nachteil, diese Regeln tatsächlich. Ja, du hast sie erfunden. Da lagen wir auch beide falsch. Das ist die Cairo Roxa. Joa. Ja. Dann haben wir die Bratpaprika, da lagen wir auch beide richtig. Yes! 2 Punkte. Heißt 5-2 für mich. Und noch die Lemon Drop. Hi. Hi, die Witzke. Da lag ich richtig. Was für ein Wunder. Und der Jakob nicht. Ja, so geil. So geil. Ich hätte auch von jedem nur einen Schnupf essen, das kann ich dir sagen. Juhu! Das ist die Dragon's Breath, den will ich als nächstes essen. Verschieß deine Punkte nicht. Okay, let's go. Oh, aha. Schmeckt tatsächlich etwas zitronig, ne? Wie man vom Namen schon auch vermuten lässt. Interessant. Okay, was ist das? Apocalypse Red. Okay. Cool. Also. Ja, okay. Not bad. Das ist hier die Mama. Madame Jeannette. Mama Jeannette. Schnapp. Mama Jeannette. Ja, das ist gut. Jetzt kommt noch die letzte. Die Cero Zova. Cero Roxa. Cero Roxa. Cero Roxa schmeckt gar nicht so. Ne, doch. Schmeckt so ein bisschen paprikarig, aber auch ein bisschen chinesisch. Ja. Schmeckt noch nicht so viel. Boah. Aber tut auf jeden Fall schon mal nicht großartig weh. Nee, die habe ich noch gar nicht probiert, die Lockenpaprika. Jakob snackt sich rein. Oh yes. Schön. Die macht Spaß. Ja, sehr schön. War ja wieder mal eine vortreffliche Auswahl von lieben Guido. Wunderbar, ja. Hervorragend. Ja? Ja. Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich. 2 richtige, 5 falsche. Dann nochmal vielen lieben Dank, Guido. Guido, merci, gell? Bis nächstes Jahr. Sehr geil. Wir freuen uns auf, was wird. Genau. Hey, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Glocke. Dürft auch gerne in den Kommentaren den Guido applaudieren. Und ja, applaudiert den Guido. Wünsche oder Grüße schreiben. Oh. Ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wäre es geil, wenn ihr das macht. Tut es. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus. Servus.